So Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Testvideo. Wir spielen heute Prim, ist heute erschienen, ein Point-and-Click-Adventure aus deutschem Hause. Ich habe das vor Jahren mal auf Kickstarter unterstützt und freue mich, dass es endlich draußen ist. Ich liebe Point-and-Click-Adventures, ich habe sowas früher immer mit meiner Mutter zusammengespielt. Und ja, ich freue mich, dass dieses Genre noch immer nicht ganz tot ist und immer noch so schöne Spiele herauskommen. Und ich freue mich. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Und ich würde sagen, wir starten da mal direkt rein. Ja, muss ich was tun? Hallo? Ah, warte mal, da stand irgendwas. Schneide Lebensfaden durch. Ah, okay, ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre eine Sequenz. Warte mal kurz. Ja, ich rede mit dir, Mensch. Hi. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du da tust? Ein Lebensfaden zu zerschneiden führt zum Tod eines Menschen. Und das ist unumkehrbar. Clotho, sag du doch mal was. Lachesis. Halte dich aus der Entscheidung des Menschen raus, Schwester. Als Schicksalsgöttinnen sollen wir neutrale Beobachter sein. Habe ich recht, Atropos? Atropos erinnerte ihre Schwestern daran, dass ihr Streit vollkommen umsonst war. Die Entscheidung des Menschen war schon lange vorherbestimmt. Oh, Atropos, kannst du nicht einmal normal sprechen? Atropos fand ihre Art zu sprechen durchaus normal und überging die Bemerkung elegant. So, Mensch, du bist dran. Was wirst du tun? Was? Muss ich jetzt echt den Schreinstein nehmen, fahren durch? Kann ich mich dagegen entscheiden? Kann ich nicht. Gut. Hopp. Ich mag diesen Teil der Geschichte nicht. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und trotzdem musste er erzählt werden. Warte mal, kann ich? Genau, ich will mal ganz kurz Dialog selbst bestecken. Nein. So, aus. Mit. Was? Moment mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wir waren viele Male gemeinsam hier. Kann ich was... Ah, ich kann schon was machen. Oh, ich check nie, wenn ich was machen kann. Richtig. Wie hast du ihn nochmal genannt? Die Welt dazwischen. Wir fanden, dies sei ein passender Ort für unsere Begegnungen. Ich meine, eine Sterbliche, der Tod. Begegnungen? Sehr charmant, Thanatos. Wie immer. Diese Schatten, sind das die Seelen, die du nicht... Ja. Sie sind hier gefangen, um mich für immer an mein Versagen zu erinnern. Du musst dir selbst vergeben, Thanatos. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Vergangenheit ruhen lassen. Du wirst dich niemals ändern, oder? Der Tod ist genauso unveränderlich wie unabwendbar. Nun zeig dich schon. Es gibt keinen Grund, deine Show bei mir abzuziehen. Hi. Hallo, Morven. Okay. Er hat sie einfach durch Berührung geschwängert. Ja. Du siehst tot aus? Ich fürchte ja. Bitte schlecht. Was ist mit Prim? Ist sie... Dem Kind geht es gut. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nein, es geht ihr nicht gut. Sie braucht jemanden, der ihr zur Seite steht. Gerade jetzt. Erinnere dich an die Verheißung der Schicksalsgöttinnen, als sie geboren wurde. Eine Macht über Leben und Tod würde in ihr erwachen, sobald sie... Sobald sie 16 Jahre alt wird, ich weiß. Vergessen liegt nicht in meiner Natur. Pass mal auf. Bis jetzt war es ja in Ordnung, dass du dich fein aus allem rausgehalten und... dein Ding durchgezogen hast.
Wir sind sehr gut ohne dich zurechtgekommen. Aber jetzt, jetzt ist das anders. Sie braucht Hilfe. Nun, ich hörte, die Waisenhäuser heutzutage seien besser als ihr Ruf. Ist das alles nur ein kosmischer Witz für dich? Sie ist auch deine Tochter. Wie soll ich mich um mein Kind kümmern? Du weißt, wer ich bin. Ich weiß, dass du Verpflichtungen hast, aber deine Tochter ist jetzt eine von ihnen. Sie braucht dich. Ich brauche dich. Also wirst du einen Weg finden müssen, wie du für sie da sein kannst. Versprich mir das. Versprich es mir. So sei es also. Ich verspreche es. Gut. Und sei nett zu ihr, hörst du? Ich werde es versuchen. Oh Gott. Dann ab ihr des Jahres. Bin ich bereit, glaube ich, für das, was als nächstes kommt. Auf Wiedersehen, Morven. Gute Reise. Weggesenzt. Werde Vorbereitungen treffen müssen, bevor ich das Kind in mein Reich hole. Der Tod hat eine Tochter. Das ist doch absurd. Rim. In der Welt der Lebenden hatte Prim nicht den blassesten Schimmer, dass Thanatos, der Gott des Todes, bereits auf dem Weg zu ihr war. Die Gedanken des Mädchens waren von einem Nebel aus Trauer umschlossen. War ihre geliebte Mutter Morven doch erst Wochen zuvor durch einen furchtbaren Unfall verschieden. Der Verlust einer geliebten Person bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. In Prims Fall tat sie, was alle 15-Jährigen getan hätten. An verbotene Orte gehen. Hey! Hi, Prim. Das ist es also. Moms Geheimversteck. Sie hätte mir nie erlaubt, hier raufzugehen. Prim, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Da oben ist es ganz schön dunkel. Mach dir nicht wieder ins Hemd, Triss. Können wir nicht wenigstens warten, bis das Wetter besser ist? Das Gewitter macht alles doppelt so gruselig. Komm schon, du Feigling. Du hast es versprochen. Mach jetzt keinen Rückzieher. Muss ich wirklich? Tristan, bitte. Das ist wichtig für mich. Wenn ich durch Moms alte Sachen stöbere, dann fühle ich mich ihr irgendwie nah. Wenn auch nur für einen Moment. Na gut. Aber ich bleib auf der Leiter. Wow. Was ist das alles? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Linksklick zum Herumlaufen. Ja, Leute, worüber ich mich ganz besonders freue, ist, dass die süße Prim von Rike Werner gesprochen wird, der guten Strawberry Cake, eine der ersten YouTuberinnen, die ich damals geschaut habe, als ich so angefangen habe, YouTube zu gucken. Und das Witzige ist, dass die gute Rike mir mal vor Jahren ein Outro für meinen damaligen YouTube-Channel, als ich noch Best-ofs gemacht habe, eingesprochen hat. Das heißt, ich kann heute sogar am Ende des Videos Prim das Video beenden lassen. Da freue ich mich auch schon drauf. Ah, so schön. Okay, laufen wir mal rum. Oh, wir können sogar speedy rumlaufen. Seltsam. Die Dielen machen hier ein anderes Geräusch. Das ist beim Boden bei uns zu Hause überall so. Und ihr solltet das wirklich mal reparieren lassen. Das macht mich echt wahnsinnig. Madame kann jederzeit in ein Hotel umziehen, wenn sie möchte. Meine Brille ist übrigens kaputt. Du weißt, ich bin dir und deiner Familie super dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt. Ehrlich. Obwohl mein Dad ununterbrochen seine seltsamen Kunststücke übt? Der Mann ist so peinlich. Ach, so peinlich. Ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, um nicht obdachlos zu sein. Und um bei deinem besten Freund zu wohnen. Ja, das der bestimmt auch. Nicht in dich verknallt hey, ist. Zumindest kennst du deinen Dad. Mama hat mir von meinem nie was erzählt. Glaub mir, den wirst du bald kennenlernen. Also, was ist da jetzt unter meinen Füßen? Holz. Jackpot. Eine Schatulle und ein Geschenk? Das muss für meinen Geburtstag sein. Aber hast du nicht nächste Woche Geburtstag? In 3 Tagen und 2 Stunden. Kann das ja auch nicht schon gekauft haben. Mama hat eben vorausgeplant. Ich hole meine Geschenke auch immer erst einen Tag vor dem Geburtstag. Gib mir das Geschenk.
Und die Schatulle. Hm. Was für eine seltsame Schatulle. Dafür, dass sie so klein ist, ist sie ziemlich schwer. Ich kann sie nicht anheben. Aber vielleicht kriege ich sie ja auf. Und was ich am Pointer klatsche. Verschlossen. Und ich sehe kein Schlüsselloch. Nur eine Einkerbung in der Form eines Totenschädels. Ja. Es muss einen Weg geben, sie aufzukriegen. Und ich bin mir sicher, Mom hat hier irgendwo was versteckt. Was ich so cool finde bei Point and Click Adventures, du kannst es halt einfach mit der Maus spielen und ja, das war es. Einfach voll entspannt. So. Schenk. Moms Kamera. Sie hat ihr alles bedeutet. Und sie wollte, dass ich sie bekomme. Yes. Kann ich ein Foto machen? Moms geliebte Polaroid-Kamera. Sie hat das stärkste Blitzlicht, das ich kenne. Also. Ich möchte gerne das Deutsche lesen. Hi Mom, ich weiß, du hast mir immer verboten, dein Zeug auf dem Dachboden zu durchstöbern. Aber ich musste mir die... Bitte sein... Fehlst mir. Ach so, okay. Musste mich dir einfach nachfühlen. Bitte sei mir nicht böse, du fehlst mir. Tudo, in Moms Alpenzeug etwas Spannendes finden. Die Schatulle öffnen. Ah, meine Questlog quasi hier. Okay, wo haben wir denn hier... Einen Totenkopfschlüssel. Ja. Dieser Teil des Dachbodens ist total dunkel. Ohne Licht werde ich hier wohl kaum was finden. Ich sehe das und aber schon. Wir wissen alle, dass die tollsten Dinge immer an den dunkelsten Orten zu finden sind. Oh ja. Yeah. Wähle einen Inventargegenstand und kombiniere ihn mit anderen Gegenständen und verwende ihn in der Szene. Mal liebe Freundin, sehen, ob wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Dank. Die Batterien scheinen leer zu sein. Ich sollte Tristan fragen, ob er mir welche holen kann. Mein Lakai? Hole mir Batterien. Tristan, kannst du mir bitte Batterien aus dem Wohnzimmer holen? Ich brauche sie für die Kamera. Klar. Aber sei vorsichtig. Du kennst mich. Ich bin so elegant wie... Ja, aha. Mir geht's gut. Nichts passiert. Er wird es niemals lernen. Leitern zu steigen. Du-di-du. Na, na, na. Hier, die Batterien und ein Keks. Aber was hat Prim eigentlich für Finger? Sind das ihre Finger oder gehört das zu ihrem Pullover? Sie ist ja mal voll creepy. Sie hat so komische, krallenartige Finger. Batterien. Damit sollte es gehen. Ich hab einen Keks. Er mag alt sein. Aber nicht alt genug, um ihn nicht mehr zu essen. Mampf. 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 Köstlich. Lol. Auf zu einem neuen Versuch. Dank. Das hilft mir jetzt aber im Nachhinein auch nicht. Ich sollte mir das Foto ansehen. Vielleicht finde ich darauf ja etwas Interessantes. Aha. So sieht's da also aus. Noch mehr Kisten. Wow. Ist aber Moment mal. Was glänzt da so? Da ist etwas, das das Blitzlicht reflektiert haben muss. Bestimmt kann ich es jetzt in der Dunkelheit finden. Eine Halskette. Sie muss Mom gehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Geschmack so schräg war. Mom und Musik? Nein, wahrscheinlich war das nicht ihre. Oh... Ich hoffe wirklich, dass Mom mir das Ding nicht in die Wiege gelegt hat. Wobei, es würde die Albträume erklären. Ich kann nur hoffen, dass Huhn, dem diese Monstrosität entstammt, ist genauso groß. Ansonsten, ouch. Das ist so geil, wie sie so ganz schnell läuft, wenn ich doppelklicke. Hm, ich frage mich, was da für ein Ort abgebildet ist. Normalerweise hat Mom keine Fotos von Gebäuden gemacht. Sie war mehr der Porträttyp. Triss, hinter dir! Ein dreiköpfiger Hund! Ein was? Keine Panik. Er hat heute schon einen Jungen gefressen. Ha, ha. Kleine Monkey Island-Anspielung anstatt dreiköpfiger Affe? Könnt ihr mir vorstellen? Das Haus von Tristans Familie. Wir sind Nachbarn, solange ich denken kann. Und nachdem Mom gestorben war, hat seine Familie mich bei sich aufgenommen. Ein Sack mit Maulwurffutter? What? Seltsam. Ja, würde ich auch sagen. Das da.
Der kleine Schädelanhänger passt genau in die Vertiefung der Schatulle. Mal sehen, was da drin ist. Was? Was war das? Okay, das wird mir langsam zu schräg hier oben. Prim, können wir jetzt gehen? Bitte. Weißt du was? Geh du doch schon mal vor. Ich brauche sowieso einen Moment für mich. In Ordnung? Bist du sicher? Ja. Yep. Aber lass mir noch Kekse übrig. Da musst du dich schon beeilen. Kekse! Oh, ich will auch Kekse. Oh, ich habe eine Spekulatius. Die Zeit heilt alle Wunden. Doch mit der Trauer ist es nicht so leicht. Der Schmerz verbleibt oft wie ein lästiges Stechen, das sich weigert, ganz zu verschwinden. Oder er wandelt sich, ändert die Form und wird zu einer Last, die leichter zu tragen ist. Ein Freund, der Trost spendet, ein weiches Bett oder ein Teller mit Keksen können den Unterschied machen. Denn sind wir mal ehrlich, Kekse machen alles besser. Sie ist voller Polaroids. Welch eine Überraschung. Mom hatte ihre Kamera überall dabei. Und ratet mal, wer ihr Lieblingsmotiv war. Da ist sie. Meine Mutter Morwen. War sie nicht schön? Oh, das war nach Tristans seltsamer Besessenheit davon, Seiltänzer werden zu wollen. Ging nicht gut für ihn aus, was niemanden überrascht hat. Er ist wirklich ein Hornochse. Aber er ist mein Hornochse. Was zur Hölle? Wer ist das? Daddy! Okay. Was schimmert da hinter diesen Kisten? Hallo? Ich räume sie zur Seite. Boah, das wird mir keiner glauben. Ein Foto von. Neugierig und nicht ganz ohne Angst näherte sich Prim dem Kreis aus Licht, der sich vor ihr gebildet hatte. Das ist kein Kreis, Leute. Doch bevor sie ihn erreichen konnte, stand er da. Aus dem Portal trat ein Skelett in schwarzer Kutte. Augen so schwarz wie die Nacht. Moin! Und mit einer Stimme, die mehr in Prims Kopf erklang als in ihren Ohren, sprach das Monster zu ihr. Ich bin der Tod, dein Vater. Und von nun an befindest du dich in meiner Obhut. So würde ich auch auf die Tochter zugehen, die mich nicht kennt. Menschen haben nicht die leiseste Ahnung, wie sie reagieren sollen, wenn sie dem Sensenmann begegnen. Nach sorgfältiger Abwägung aller Möglichkeiten entscheiden sich die meisten von ihnen für das Naheliegendste. Sie fallen tot um. In Prims Fall hatte Thanatos jedoch dafür gesorgt, dass das nicht passieren würde. Und so starb sie, als sie ihn traf. Nur ein kleines bisschen. Ach so. Und sie verwandelte sich. Gerade genug, sodass er sie mit in sein Reich nehmen konnte. Ich habe schon die ganze Zeit gedacht, hatte Prim nicht schwarze Haare? Und als ihr lange verschollener Vater sie durch das Portal trug, ließ Prim ein ganzes Nein, Tristan. Leben zurück. Ein treuen Freund und eine kaputte Kamera. Prim? Prim! Egal wie oft und wie laut Tristan nach ihr rief, Prim blieb verschwunden. Nicht cool. Oh, armes Kind. Uncool. Sie wusste es noch nicht, aber Prim wurde an einen Ort gebracht, den Sterbliche normalerweise nur zu Gesicht bekommen, wenn sie das Zeitliche segnen. Das Reich der Toten. Teil 1. Eine Berührung zu viel. Das Reich der Toten, 3 Tage und 2 Stunden später. Alles Gute zum Geburtstag, Prim. Ja, selbst ihre Goth-Phase. Als ob du es lassen würdest, wenn ich Nein sage. Komme ich ungelegen? Gott. So, du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Du kamst ungelegen, als du mich gekidnappt hast. Ich wollte gar nicht vorlesen. Wir haben das bereits besprochen. Unzählige Male. Ja, aber du hörst nicht zu. Ich weiß, dass heute ein besonderer Tag für dich ist. Ich nehme an, du hast deinen Geburtstag stets mit deiner Mutter gefeiert. Was weißt du schon? Du hast sie umgebracht!
Ich bringe niemanden um, Prim. Das schaffen die Menschen ganz alleine. Ich helfe ihnen lediglich beim Übergang ins Totenreich. Und warum kann ich sie dann nicht besuchen? Auch darüber haben wir gesprochen. Deine Mutter befindet sich in Elysium, auf der anderen Seite des Flusses. Dort endet mein Einflussbereich, genau wie deiner. Sie ist außerhalb unserer Reichweite. Also, ich wollte, dass du die hier bekommst. Sie ist nicht eingepackt, so wie du es vielleicht gewohnt bist. Aber sie ist bereits seit langer Zeit im Besitz unserer Familie. Sie wurde von Generation zu... Was soll ich mit einem dämlichen Taschenmesser? Nun, zunächst ist es eine Sense und kein Messer. Ich schenke mir meiner Tochter zum 16. Den ganzen eine Tag Sendung. Warst du weg und platzt nun rein, um mir eine blöde Sense zu schenken, die so nutzlos ist wie der ganze andere Müll, von dem du willst, dass ich damit meine Zeit verschwende. Ich sehe, du bist gerade nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung. Trotzphase. Ich werde später wiederkommen. Ich muss ohnehin. Warte. Ja. Okay. Ich gehöre hier nicht hin. Hier gibt es nichts zu tun. Erwartest du für mich den ganzen Tag rumzusitzen? Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du? Ja. Mein ganzes Leben warst du nicht da. Was für ein Recht hast du jetzt, über mich zu bestimmen? Ich musste euch verlassen, um meine Pflicht hier zu erfüllen. Deine Mutter hat das verstanden. Wie sie auch nicht hinterfragt, dass der Tod tu ihr Vater so, ist. Als würdest du sie kennen. Und doch ist es die Wahrheit. Nachdem wir unsere Liaison beendet hatten... Eklig. Erspar mir die Details. Allein die Vorstellung. Wir einigten uns darauf, dass du mit ihr in der Welt der Lebenden bleiben würdest, während ich mich weiter meinen Verpflichtungen widme. Aber jetzt ist sie fort. Und hier sind wir nun. Ja, hier sind wir. Hier gibt es nichts zu tun. Erwartest du von mir, den ganzen Tag nur rumzusitzen? Ich wusste, ich würde nicht viel Zeit für dich erübrigen können. Also habe ich in Erwartung deiner Ankunft ein breites Spektrum an Lern- und Spielgeräten zusammengestellt, das dir zur freien Verfügung steht. Das ist mehr, als jedes Kind wollen könnte. Ich bin aber kein Kind mehr. Geht das nicht in deinen hohlen Schädel? Was soll ich mit einem Schaukelpferd? Nun, es ist ein Spielzeug mit einer faszinierenden Historie. Die ersten Exemplare reichen bis ins Mittelalter zurück. Ihre Funktionsweise ist so simpel wie zeitlos. Man klettert in den Sattel und durch das Verlagern des eigenen Körpergewichts. Es ist sinnlos, Thanatos. Mit dir zu reden ist sinnlos. Ich gehöre hier nicht hin. Alle Seelen gehören hierhin. Irgendwann. Das ist die Natur der Dinge. Ein Mädchen als Geisel nehmen. Sehr natürlich. Du bist keine Geisel. Ich bin dein Vater. Jetzt, da deine Mutter sich nicht mehr um dich kümmern kann, ist es zu meiner Aufgabe geworden. Und ich kann das nur in meinem Reich tun. Ich darf meine Arbeit nicht vernachlässigen. Immer nur arbeiten, der Verdien. Aber... Genug. Mein Entschluss steht fest. Ich hatte ein Leben. Und du hast es mir gestohlen. Ich hatte... einen Freund. Es gibt unzählige Geschöpfe in meinem Reich. Ich werde dir erlauben, sie kennenzulernen, sodass du neue Freunde finden kannst. Aber natürlich erst, wenn du mit deinen ohnehin zwecklosen Fluchtversuchen aufhörst. Da kannst du warten, bis du tot umfällst. Sehr lustig. Kann ich Tristan nicht wenigstens besuchen? Auf gar keinen Fall. Es ist zu gefährlich. Er ist nicht gut für dich. Gefährlich? Ich kann auf mich aufpassen. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Möglicherweise hast du dich verändert. Meinst du die Haare? Das ist doch halb so wild. Nein, das ist es nicht. Hast du in letzter Zeit irgendwelche anderen Veränderungen an deinem Körper bemerkt? Oh, oh Gott! Thanatos, widerlich! Ich nehme an, das ist ein Nein. Das ist ein kümmer dich gefälligst um deinen eigenen Kram. Alles, was du sagst, klingt nach faulen Ausreden. Du hast uns verlassen. Mein ganzes Leben hatte ich keinen Vater. Und das war manchmal ziemlich hart. Aber im Großen und Ganzen ging es mir gut. Denn ich hatte Mom. Weißt du, was noch schlimmer ist, als keinen Vater zu haben? Herauszufinden, dass man einen hat, der aber eine riesige Enttäuschung ist.
Und du kannst deinen stinkenden schwarzen Bademantel darauf verwetten, dass ich einen Weg zurückfinde. Mit oder ohne deine Hilfe. Junges Fräulein! Du behandelst mich gefälligst mit Respekt. Hätte ich mit meinem Vater so gesprochen. Oh, war dein Papi gemein zu dir? Vielleicht bist du deshalb ja so ein Versager auf dem Gebiet. Genug! Genug! Ich habe mein Bestes versucht, nett zu ihr zu sein, Morven. So wie ich es versprochen habe. Und was hat uns das gebracht? Ich wusste es. Der Tod und ein Kind? Es ist eine lächerliche Idee, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Ich habe Wichtigeres zu tun. Der beste Ort, um deine Sicherheit zu garantieren, Kind, ist dein Zimmer. Und das wirst du nicht mehr verlassen, bis ich es erlaube. Toll. 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 Die Schweizer Taschensense werfen. Nein, nichts tun. Die machen wir nicht kaputt. Die brauche ich vielleicht noch. Hat die Tür wirklich von außen abgeschlossen? Die Schweizer Taschensense ist geil. Ich muss einen Weg nach Hause finden. Aber zuerst muss ich aus diesem Zimmer raus. Ja, das machen wir. Huch. Ein Geschenk. Was war das? Hallo? Wie ist das denn hierher gekommen? Durch das Fenster. Oh, wer bist du denn? Was bist du denn für ein... etwas? Scheu das kleine Ding. Warte nur, dich kriege ich noch. Okay. Aus dem Fenster zu klettern wäre zwecklos. Thanatos hat dafür gesorgt, dass sich mein Zimmer direkt vor einem bodenlosen Abgrund befindet, sodass ich mich nicht heimlich rausschleichen kann. Was für eine bodenlose Frechheit. Dieser Fototermin war eines von vielleicht 5 Malen, die ich Thanatos gesehen habe, seit ich hier bin. Ich habe jede Sekunde gehasst. Zum Glück war wenigstens Thanatos Schwester Keres mit dabei. Die Gespräche mit ihr waren mein einziger Lichtblick. Und die hat vermutlich gerade das Geschenk da reingetan. Samael der Rote. Ich glaube, er ist berühmt für etwas, das sie hier unten Sargball nennen. Oh, Dämonen in kurzen Hosen. Schrecklich. Thanatos hält ihn für ein wertvolles Erbstück. Ich sage, es ist ein Rückenkratzer. Mhm. Mensch. Er führt direkt in Thanatos Studierzimmer. Jetzt muss ich die Spinne bestimmt durchschicken. Oh. Scheint, als hätte Thanatos ein Souvenir von seiner letzten Seelenernte mitgebracht. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Mensch. Äußerst ölig. Was hat sich Thanatos nur dabei gedacht? Ich bin viel zu alt für Schaukelpferde. Hallo? Und ich passe nicht mehr in den Sattel. Nicht, dass ich das versucht hätte. Ah ja, so der Traum einer jeden 16-Jährigen, Schaukelpferd zu schaukeln. Mein einziger Weg hier raus. Thanatos hat sie von außen abgeschlossen. Na, ich. Wahrscheinlich der einzige wirklich schöne Gegenstand hier drin. Thanatos sagt, diese Leuchtedinger heißen Hotspots. Was auch immer das bedeutet. Ich finde es auch diesen Schwarz-Weiß-Stil übrigens richtig cool von dem Spiel. Ein klebrig-süßer Schleim. Wahrscheinlich diente er dazu, die Glühwürmchen anzulocken. Ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt nachschlagen sollte. Pflanzenkunde. Okay, das brauchen wir vielleicht noch. Kleidung. Okay, Taktik von meiner Mutter hier machen. Wenn die irgendwie nicht weiter konnte, hat sie immer oben links in der Ecke angefangen und ist immer den ganzen Bildschirm so abgegangen, um ja nichts zu übersehen. Andere Mädchen haben begehbare Kleiderschränke. Ich habe ein zweistöckiges begehbares Bücherregal. Ich finde das cool. Yay. Sie bewegt sich kein Stück. Scheint, als wären die Räder, auf denen sie eigentlich sanft dahingleiten sollte, total verrostet. Plasma mit den Rädern. Hm. Das sollte helfen. Schmier! Okay, versuchen wir es nochmal. Na, das lief ja wie geschmiert. So, was tun wir denn hier oben? Hey du! Ich komme immer noch nicht ran. Aber ich habe einen Skelettarm. Ich will dem kleinen Auge nicht wehtun. Nein. Vielleicht kann ich die Spinnwebe irgendwie durchschneiden. Oh. Hey, der Arm ist eine perfekte Verlängerung für die Sense. Jetzt brauche ich nur noch etwas, an dem ich meine neue Erfindung ausprobieren kann.
Von hier aus komme ich nicht ran. Was? Wie? Von... Von hier... Okay, ich dachte, das wär's jetzt. Dann wär's da oben. Ja, ich dachte, da oben ist ein Riss. Irgendwie in der Decke. Jo. Hallo, was du. Jetzt? Okay, von hier aus schon. Okay. Ach, da oben aktualisiert dann immer in der Ecke mein Questlog. Okay, Nein, das will ich nicht. Warum kann ich hier hoch? Ich komme immer, wenn ich sie doch nur... Ich dachte, ich könnte das Ding hier irgendwo hinstellen und ihn ablenken. Das will ich. Warum kann ich hier hoch? I don't know. Aus dem Zimmer entkommen. Wie lenke ich das Spinnenauge ab, sodass ich Spinnenweben durchschneiden kann? Ja, das frage ich mich auch. Kann ich das irgendwo hinstellen? Das ist Ah. Ha! Das hat funktioniert. Fliegt, kleine Hotspots. Ihr seid frei. Oh. Die Musik ist cool. Oh, sie bleiben ja hier. Na klar, sie wollen schließlich bei ihrer Retterin bleiben. Gemeinsam werden wir sicherlich noch das eine Yay. Oder andere Abenteuer er... Okay. Aber Moment mal. Eins von ihnen ist mir direkt in mein Tagebuch geflogen. Oh! Das ist ja... Okay, ich muss sagen, das ist richtig kreativ, dass man durch diese Glühwürmchen jetzt dann eben Anzeige gezeigt kriegt, was man anklicken kann. Das ist ja cool. Eins ist in mein Tagebuch geflogen? Okay, das ist richtig, richtig cool. Finde ich richtig kreativ. Laut Thanatos ist Vampyrex das Einzige, was wirklich gegen Vampire hilft. Mhm. Er sagt, Knoblauch vertreibt nur die Leute, die du liebst. Oh. Auf dem Etikett ich mag steht... Knoblauch. Warum bin ich wohl Single? Mann. Kann zu einer Reizung der Augen führen. Okay. Ach, für den Deckel. Auf dem Etikett steht... Okay. Das will ich nicht Ich sollte nicht wahllos versuchen, irgendwelche... Doch, sollten wir. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, Prim. Noch nicht. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich das Ding ablenken kann. Aber ich habe ja alles angeklickt. Das heißt, ich muss irgendwas irgendwie kombinieren. Sprüh! Von hier auf... Das will ich nicht Von hier. Ich komme. Bin schon wieder überfordert, Leute. Lieber ist, wenn ich am Anfang vom Spiel schon nicht weiterkomme. Alles am Pull, dann klickst du ja so an sich. Hey, Kleines. Ich hoffe, das tut ihm nicht weh. Genau, ich will jetzt besprühen. Sprüh! Nein. Hopp! Ja! Großartig. Jetzt ist der Skelettarm in der Mitte durchgebrochen. Ich werde ihn mal lieber los. Hoppelichteile. Komm her! Eine ziemlich seltsame Idee, wenn du Nein! Mich Eine ziemlich... Nein, du! Hey, bleib hier! Und wieder ist es weg. Ganz toll. Hey, du! Warum habe ich das Gefühl, dass es sich über mich lustig macht? Weil es das tut, liebe Prim. Nein. Was ist, wenn ich es hier hineinstelle? Ja. Drauf mit dem Deckel. Und darin wird es jetzt fürchterlich ersticken. Hab dich. Gewonnen. Oh, wein doch nicht. Oh. Wie wär's damit?
Ich lass dich aus dem Glas raus und dafür bist du ein braver kleiner Dämon und bleibst in meiner Tasche. Okay, Deal. Ich vertraue dir. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Aber du brauchst einen Namen. Ich glaube, ich nenne dich... Muff. Leute, ich kann den Namen aussuchen. Glubschi, Visuella oder Augustus von Weberknecht. Ich finde ja das richtig lustig. Aber ich glaube, Glubschi passt am besten. Glubschi. Der Name scheint ihm zu gefallen. Glubschi. Das ist ja cool. Ich weiß nicht, hat das irgendwie eine Bedeutung? Also nennen sie das Vieh vielleicht jetzt einfach die ganze Zeit so? Das wäre cool, müssen sie alles ja nochmal einsprechen. So, geh mal da raus. Okay, Glubschi. Ja, Glubschi. Ich habe einen Auftrag für dich. Kannst du dich durch den Riss quetschen und mir meinen Zimmerschlüssel aus Thanatos Studierzimmer bringen? Wäre lustig, wenn ich jetzt die Spinne steuern würde. Eigentlich bist du ja ziemlich niedlich. Ich behalte das Auge mal lieber im Auge. Okay. Ich kann nicht arbeiten. Nicht mal einen klaren Gedanken kann ich festhalten. Hades sei Dank gibt es kein Problem, das eine beruhigende Pfeife und eine sanfte Melodie nicht lösen könnten. Ich muss jetzt sagen, ich liebe Jazzmusik, ne? Die Schlüssel hängen an Thanatos Gürtel. Was ist das denn für ein Gnom? Hässlicher Gargoyle. Oh, ich kann echt jetzt die Kleine steuern. Glubschi. Für ein Auge bist du nicht besonders gut im Lesen, was? Alter, Glubschi. Bin ich da? Ablenken? Oh, wir snacken uns einfach alles. Eine Tür. Für Rahmen. Radio. Und so rockige Musik an. LOL! Kleine Scheißvieh. Willst du hin? Vergiss nicht, du sollst mir den Schlüssel für meine Zimmertür bringen und nicht einfach ohne mich abhauen. Warum nicht? Hui. Na, du Kleiner. Lol. Fetzige Tanzmusik. Wir klauen den Schlüssel. Bist du abgelenkt? Nein, bist du nicht. Sorry. Was habe ich hier eigentlich? Seltsame Kräuter. Eine der Pflanzen aus Thanatos Studierzimmer. Oh, ich glaube, ich muss... Warte mal. Kann ich wieder zu Prim eigentlich wechseln? Schnell! Nicht sie weg! Oh. Ich habe das Radio kaputt gemacht. Warte! Du kannst die Kräuter doch nicht einfach da reintun! Warum nicht? Ich meine, wir wissen doch noch nicht mal, was das für Pflanzen sind. Sie könnten ihnen ein hässliches Skelett verwandeln. Aber das ist er doch schon! Nein, mal im Ernst. Ich sag nicht, lass uns nichts Dummes anstellen. Aber lass uns vorher herausfinden, wie dumm es ist. Kann ich dann wieder auf dich wechseln? Whoop. Okay, Prem. Danke, Glubschi. So, wie finde ich raus, was für Pflanzen das sind? Natürlich bei dem total unauffälligen Pflanzenkundebuch, das dein Vater dir auf den Tisch gelegt hat. Daumen statt Daumenschrauben. Eine Enzyklopädie toter und untoter Flora.
Mal sehen, ob ich meine zwei neuen Pflanzenfreunde darin finden kann. Okay. Ein magischer Bestimmungsschlüssel. Na, wenn das kein Zufall ist. Was habe ich denn hier? Das da. Hat sie Dorn, ja? Ja. Gezackt. Achso, warte mal. Ja, aber das ist... Achso, warte mal. Ja, das ist die, ne? Ja. Die hat Dorn. Das ist sie. Sieht genauso aus wie die weiße Pflanze, die mein Äuglein gefunden hat. Weiße Witwe. Auch bekannt als Hypnos-Umarmung. Bekannt für ihre einschläfernde Wirkung. Diese ist aber so schwach, dass sie nur zum Tragen kommt, wenn man bereits sehr müde ist. Ganz toll. Toll. Schmatz. Wenn das mal nicht die schwarze Pflanze ist, die mein kleines Äuglein mir zugesteckt hat. Achelronsche Sumpftrompete. Berühmt dafür, die Wahrnehmung von Musik zu verstärken und daher häufig auf den Partys der Flussgeister verwendet. Er führt direkt in... Na dann go! Bin ich ganz cool mit der kleinen Spinne. Aber verpass ihm keine Überdosis, okay? Er wird ja wohl kaum sterben an einer Überdosis. Nein! Yay! Go, Daddy! Oh, das ist ein bisschen müde, der Papi. Das kam unerwartet. Ach du Schande, ist der fertig. Keine Sorge, Kumpel, das machen wir schon. Ist das Bild irgendwie dunkler als vorher? Achso, weil er jetzt so lange getanzt hat? Ja. Next. Go, Glubschi. Das ist kaputt. Du Schande, er sieht so fertig aus. Süße Träume. Meins. Ciao. I am back. Endlich. Nichts wie raus hier. Tschüss. Was machst du? Du kannst doch nicht... LOL? Na toll. Hast du... Oh, das fühlt sich Sie bemerkt definitiv keine Veränderung an ihrem Körper, glaube ich. Verzeihen. Er macht sowas die ganze Zeit. Keres, bist du das? Hi. Hast du noch andere Tanten? Also kam das von dir? Das Geschenk mit dem... Augending? Hast du gedacht, ich vergesse den 16. Geburtstag meiner Lieblingsnichte? Du weißt schon, ich bin deine einzige Nichte. Zumindest die einzige, an die ich mich erinnern kann. Aber das heißt bei mir ja nicht viel. Du läufst also wieder weg? Vielleicht. Das ist die Stelle, an der du von mir verlangst, hier zu bleiben. Richtig? Eigentlich...
nicht. Ich meine, klar, ich kann dich nicht einfach weglaufen lassen. Irgendwie habe ich mich an dieses ausdruckslose kleine Gesicht gewöhnt. Aber ich kann mir vorstellen, was du gerade durchmachst. Du hattest nicht einmal die Möglichkeit, dich zu verabschieden von... Ach, ich und Nam. Wie hieß er noch? Tristan. Genau, Tristan. Also erlaube ich dir einen Besuch. Ein Besuch? Ja, geh und finde deinen Freund. Hm. Sag ihm, dass es dir gut geht und was passiert ist. Oder eine Version der Geschichte, die er verkraftet. Vergiss nicht, du bist nicht mehr nur ein Mensch. Wahrscheinlich wirkst du unheimlicher auf ihn, als du denkst. Okay, verstanden. Das Lara? Und danach? Komm zurück. Komm zurück zu uns und lerne dein neues Zuhause besser kennen. Ist das Lara? Also ich weiß, dass Lara Loft hier mitspricht, also auch Streamerin und Synchronsprecherin. Aber das Ding bei Laras Stimme ist, dass ich Lara immer nicht erkenne, weil sie immer so anders spricht. Und ich bin jedes Mal überlegen, ist das jetzt Lara oder nicht? Also ich weiß, dass sie hier mitspricht. Ich glaube, das ist sie. Lara spricht in ganz vielen Videospielen mit. Sie spricht zum Beispiel die Puppe in Bloodborne und in Resident Evil spricht sie auch in ganz vielen Teilen mit. Zum Beispiel, ich glaube, sie hat auch in einem Star Wars Film mitgesprochen. Finde ich richtig nice. Ich bezweifle wirklich, dass ich mich hier jemals zu Hause fühlen werde. Wenn du es nicht versuchst, wirst du es niemals herausfinden, Sargnägelchen. Und ich verspreche dir, wir sind nicht alle so griesgrämig wie dein alter Herr. Okay, ein Besuch. Sieh mich einfach als deine düstere gute Fee, die dich auf den Ball des Prinzen schmuggelt, aber dir einschärft, zurück zu sein, bevor die Uhr 12 schlägt. Oder in deinem Fall, bevor die Kräuter bei deinem Vater aufhören zu wirken. Aber das ist nicht der komplizierte Teil. Was ist der komplizierte Teil? Du musst erst einmal einen Weg finden, ein Portal in die Welt der Lebenden zu öffnen. Kannst du mir nicht einfach sagen, wie das geht? Ich fürchte, das kann ich nicht. Nur Thanatos weiß, wie man zwischen den Welten hin und her reist. Mist. Wie finden wir heraus, wie er das macht? Thanatos geht einfach immer in dieses Zimmer und verschwindet dann. Naja, wenn er es in diesem Zimmer tut, dann ist das ja schon mal ein Hinweis. Mhm. Die Antwort ist irgendwo in diesem sturen, knöchrigen Schädel. Warte, ich hab's. Was? Dein Geschenk, Prim. Das Auge. Das habe ich total vergessen. Es kann dir Dinge zeigen. Was für Dinge? Geheimnisse. Geheimnisse von anderen. Oder besser, ihre Geheimnisse in Verbindung mit gewissen Gegenständen. Ich nenne es Spinnenblick. Nass. Es ist schwer zu erklären. Am besten probierst du es einfach aus. Okay. Wähle das Spinnenauge in deinem Inventar und platziere es auf eine Person. Auf Keres. Ich glaube nicht, dass Keres ein Geheimnis hat, das es sich lohnen würde zu enthüllen. Ich denke schon. Hier gibt es nicht mal das geringste Anzeichen für ein spannendes Geheimnis. Ach so. Nein. Nichts. Hier gibt es nicht mal das Ge- Hier ist kein- Nein. Mit? Hier ist kein- Oh, was soll ich denn das jetzt machen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wähle jetzt ein Objekt aus und das- Wow. Dieses Geheimnis ist groß. So groß, dass ich es sehen kann. Okay. Okay. Warum muss man da drin schnüffeln? Aha. Das Portal öffnet sich, wenn eine bestimmte Platte gespielt wird. Aber welche? Hm. Gucken wir mal. Mal sehen, was wir hier haben. Red and Black. Und Shaking Sound. Die Rolling Bones. Greatest Hits von Joe Dickian, The Shrunken Heads. Rieche den Beat. Dieses. Hab sie. Meine. Kann ich mit Keres noch reden? Keres, ich brauche deine Hilfe. Klar, mal sehen, was ich tun kann. Wie funktioniert so, diese Spinnenblicksache nochmal? Solange unser arachnoides Schätzchen in deinem süßen kleinen Kopf wohnt, kann es dir die Geheimnisse anderer zeigen. Ja gut, das habe ich verstanden. Manchmal kann ich nicht glauben, dass du Thanatos Schwester bist. Als ich so alt war wie du, habe ich genau dasselbe gesagt. Hast du es nicht satt, dich immer wieder mit ihm zu streiten?
und ihm Hilfe anzubieten, die er doch sowieso nicht annimmt? Weißt du, unser Vater hat Thanatos zu dem einsamen Wolf erzogen, der er heute ist. Zu einem, der alles alleine macht und keine Hilfe braucht. Schon gar nicht von seiner vergesslichen kleinen Schwester. Aber ich weigere mich, ihn aufzugeben. Er ist immerhin mein Bruder. Warum bist du so vergesslich? Das ist eine traurige Geschichte. Ich wünschte, ich könnte die mal vergessen. Als wir Kinder waren, liebten Thanatos und ich es, am Fluss zu spielen. Und manchmal, wenn wir ganz viel Glück hatten, nahm uns Charon, der Fährmann, mit raus auf seinem Boot. Eines Tages hatte mein Vater meinem Bruder gerade diese wunderschöne Schweizer Taschensense geschenkt. Sie stand quasi symbolhaft dafür, dass Thanatos das Familiengeschäft übernehmen sollte. Ich war so eifersüchtig. Ich hab die, willst du die haben? Ich versuchte ständig, sie ihm abzuluxen. Am selben Tag nahm uns Charon wieder mit auf den Fluss. Und als Thanatos gerade nicht hinsah, schnappte ich mir die Sense. Natürlich merkte er es sofort und wir begannen zu raufen. Da fiel ich vom Boot in den Fluss. Das Problem ist nur, wenn man Wasser aus dem Styx trinkt, verliert man seine Erinnerungen, und noch bevor mich mein Bruder wieder an Bord zog, hatte ich mir einen guten Schluck davon genehmigt. Nicht genug, um alle meine Erinnerungen zu löschen, aber genug, um mein Kurzzeitgedächtnis zu machen. Klingt nach mir. Mein Kurzzeitgedächtnis ist auch total geil. Und seitdem, naja, bin ich so, wie ich bin. Und versuche, damit zu leben. Wow, das ist wirklich eine traurige Geschichte. Ich muss los. Ich muss los. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. So, und wir werden ja vermutlich als nächstes dann wieder in die Welt der Lebenden übergehen und Tristan besuchen. Aber Leute, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um unser kleines Testvideo zu beenden. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch denn Prim gefällt. Also mir persönlich gefällt es bisher richtig gut. Ich mag die Charaktere, ich mag die Synchronisation, obviously. Und ich liebe Point-and-Click-Adventures. Und ich freue mich schon darauf, ja, dieses Spiel weiter zu erkunden. Und wenn ihr möchtet, dass wir das zusammen machen in einer Videoreihe, dann lasst mich das doch gerne in den Kommentaren und wie gesagt mit einem Like wissen. Und ja, dann bedanke ich mich wie immer vielmals fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder. Und ich würde sagen, das letzte Wort hat dann jetzt die liebe Prim. Vielen Dank, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Auf der linken Seite findet ihr die Playlist oder ein weiteres cooles Video. Hier rechts kommt ihr zu anderen ganz tollen Menschen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.